Jo Leute, ich bin SilverFreze und willkommen zur dritten Folge von Pflanzen vs Zombies. Letzte Folge haben wir den Schnapper bekommen, glaube ich. Der ist richtig gut. Und es gab ein paar Mega-Tipps, Leute. Danke dafür. Also, es gab natürlich nicht viele Tipps, aber trotzdem besser wenig als nichts. Einmal, dass ich diese Jumps, oder wie man die nennt, vor den Schnappern setze. Ich denke, der meint die Steine, weil die tanken ja. Und ich glaube, die Schnapper können dann über zwei Range die Zombies schnappen. Diese Taktik wollen wir heute ausprobieren. Und dann gab es noch einen Kommentar, dass es sich ja alles ändert irgendwann. Und man kann einfach nicht ein ganzes Deck haben für das Spiel. Aber vielleicht, wenn ich nicht weiterkomme oder so, dann gibt es vielleicht ein Deck. Wie gesagt, Leute, ihr könnt Tipps in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an, ne? So, Leute. Ach, das ist so eine Art Minigame. Okay, da kommen Zombies. Und ich kann nur die Pflanzen platzieren, die hier sind. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt einen Stein. Den platzieren wir erstmal da oben. Okay, okay. Und hier noch eine Pflanze, zack. Hier so ein Duplinator. Zweiter Stein. Ey, das Minigame ist voll geil. Ich glaube, beide werden durchkommen. Deswegen stellen wir da erstmal eine Mine auf. Nice. Also nur einer von denen wird durchkommen, glaube ich. Und dann würde ich sagen, hier kommt dann der nächste hin. Dann hier einfach mal. Ich stelle keinen in die zweite Reihe von oben, weil ich die Mine da weg haben will. Versteht ihr, Leute? Versteht ihr, was ich meine? So, Pisser. Zack, bumm. So, und jetzt machen wir überall eine dritte Reihe. Alter, wie geil. Ich kann so schnell Reihen machen, ne? So, nächster Stein. Boah, das Minigame ist voll geil. So, dann würde ich sagen, den ersten Schnapper platzieren wir hier. Das klappt wirklich. Okay, die Kirschbomben bewahren wir auf. Ich bekomme nur Minen und Kirschen, Leute. Zack, da kommt der erste Eimertyp. Komm, Schnapper, verschluck den Zombie. Zack, jetzt habe ich überall drei Reihen. Nächster Schnapper. Okay, jetzt der Schnapper, bam, der Eimer-Zombie ist weg. Ich muss jetzt Minen platzieren. Boah, jetzt habe ich überall vier Reihen, Mann. Nice wie Eis, Digga. Ey, bald habe ich alles voll. Sagt die Schnapper. Nein! Gleich kommen die durch, weil die Steine schon fast down sind. Oh, oh. Ich mache eine Kirschbombe. Bam, Junge. Alle weg. Zack. Oh, oh. Junge, der Schnapper war fast down. Oh, oh. Zack, neuer Stein. Okay, Leute, ganz chillig. Neue Kirschbombe. Bam. Da sind die weg. Aber das klappt wirklich mit den Schnappern. Alter, Junge, Junge, Junge. Wie viele Pflanzen. Alter. Nein, der Zombie kommt durch. Wir brauchen... Der Schnapper, komm. Junge. Nein. Nein, der wird gefressen. Okay, er lebt noch. Und jetzt kann ich nur noch eine Pflanze platzieren oder so. Nein, die kommen da durch. Alter. Ah, nee. So, Schnapper. Bam. So, und jetzt kann ich nichts mehr platzieren, außer diese Kirschen. Bam. Stein. Junge. Wie viele, ne? Bam. Oh, oh. Der Schnapper kann gefressen werden. Junge, wie viel so ein Eimer-Zombie tankt, ne? Das ist schon krass. So, jetzt kommt die krasse Welle. So, Kirsche bereit. Und... Zack. Nächste Kirsche. Zack. Krass, ey. Okay. Oh, der Pustepilz. Leute, wird es jetzt Zeit für Nacht? Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Ja, es ist Nacht, Leute. Namen SilverFreze. Die Zombies geben einfach nicht auf. Was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja noch ein paar Pustepilze. Pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles paletti. Okay, Leute. Ich muss auf jeden Fall so viele Pustepilze wie möglich platzieren. Deswegen nehmen wir erst die Sonnenblume mit. Dann nehmen wir natürlich den Pustepilz mit, den Stein, also die Nuss. Dann erstmal den Schützen, nicht den Duplikator oder Duplinator, keine Ahnung. Noch den Eis und den Schnapper. So würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Zu Hause lassen wir die Mine, die Kirschbäume und den Duplinator. Boah, Gräber. Kann ich die kaputt machen? Den ersten hier. Boah, die Musik ist auch geil. Ah, okay, so schießt er halt. Erstmal kann ich überleben. Sagen wir es mal so, Leute. So, nächster. Alter, der wurde fast gefressen. Nein, unten kommt einer. Und das Geile ist, die Pustepilze, ne? Die kosten gar nichts. Das ist nice wie Eis, Alter. So, und langsam kann ich anfangen, richtige Pflanzen zu platzieren. Weil die machen natürlich viel mehr Schaden, glaube ich. So, nächste Sonnenblume. Und dann würde ich sagen, hier den nächsten Pustepilz. Mir fällt auch auf, dass sie wenig Sonne geben, also langsam. Nein! Zack, einfach den Move. Der Move hat genützt. So, jetzt habe ich alles voller Sonnenblumen. Und dann würde ich sagen, können wir umbauen. Zack, hier die erste Mine. What? Ein Zeitungszombie. Ach, ich glaube, wir müssen seine Zeitung kaputt machen. Wenn seine Zeitung kaputt ist, dann wird er sauer. Ja, den kenne ich, Alter. Ich muss am besten hier einen Pustepilz platzieren. Und später mache ich ihn weg wegen den Schnappern. Das ist ja die Taktik. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Aber down. Okay, eine riesen Zombiewelle nähert sich. Oh, oh, das kann was werden, Mann. Weil ich bin nicht so gut ausgerüstet, oder? Was? Die kommen aus den Gräbern. Oh, oh. Nein. Nein. Meine mittlere Reihe. Was soll ich machen? Ich hab nix. Ich hab einen Stein, oder? Lad Stein. Nein. Nein. Zack. Ach, scheiße. Ich muss sie jetzt so lange aufhalten, bis ich einen Stein kriege, Mann. Komm, Junge. Da. Perfekt. Stein. Und hier so ein. Nein. Meine untere Reihe. Scheiße! Nein! Gib mir Sonne! Zack! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Ja! Er ist tot! Aber nein! Meine mittlere Reihe! Ich habe große Probleme! Ganz, ganz große Probleme! Jetzt sind die durchgekommen! Okay, aber die sind zum Glück down. Und wie halten wir den auf? Einfach mit einem Stein, ne? Oh, oh. Ganz leise, Leute. Neue Pflanze. Wir müssen da nochmal von vorne anfangen. Oh, wir sind fertig. Der Sonnenpilz. Gebt ihr zuerst kleine, später normale Sonnen. Ja gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir den mit. Die Sonnenblume können wir ja nicht mehr platzieren, oder? Wir probieren einfach mal die Pilztaktik aus. Zack, zack. Zack, und noch den Schnapper. Bam. Den ersten hier. Nächster. Da kommt der erste Zombie. Dann würde ich sagen, schießen wir den mal ab. Lol, ein Geschenk. Ach, Bonusspiele. Scheiße, da habe ich ja noch nichts. Oh nein. Erste Pflanze hierhin dann. Oh, oh. Schieß ihn ab. Ja, perfekt. Und nein, unten brauche ich auch Hilfe. Okay, da hab ich den Stein gesetzt. Da ist der erste Schnapper, Leute. Okay, Leute. Bisher sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Sagen wir es mal so. Eine riesige Zombiewelle nähert sich. Das kann sich aber schnell ändern, Leute. So. Hier kommt der nächste hin, würde ich sagen. Okay, jetzt kann der Schnapper zuschlagen. Bam, Junge. Okay. Der Schnapper soll schnell... Keine Ahnung. Ich brauche einen neuen Schnapper. Schaufel. Und Schnapper. Bam. Okay. Da oben noch ein Eimer-Typ. Oh nein. Leute, kritische Situation. Okay. Bam. Ey, das ist doch ein Scherz, Mann. Okay. Zack. Junge, Junge, Junge. Okay, der wird sterben. Und da ist der nächste Schnapper. Okay, der Stein hat's gerettet. Ganz chillig, Leute. Nein! Boah, ich dachte schon, der kommt durch, ne? Nein! Puh! Gerade noch gut gegangen. Junge. Komm, Junge! Scheiße. Bin ich jetzt tot? Oh, oh. Nee, bin ich nicht. Okay. Sieht ganz gut aus. Aber die Welle kommt. Nein. Ey, Junge. Alter, Junge, die kommen durch, oder? Scheiße. Fuck. Nee, kommen die doch nicht. Doch, unten. 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 Nein. Er ist tot. Okay. Nein, da ist noch der Eimer-Typ, ne? Das kann was werden. Der Stinkpilz. Verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter. Gut, damit würde ich sagen, das war's mit der Folge von Plants vs Zombies. Lasst auf jeden Fall ein Like, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Checkt meinen Zweitkanal aus, den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr einfach mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute.